Einen wunderschönen guten Abend für euch alle. Ich könnte eigentlich nur so sitzen bleiben, das Bild jetzt anderthalb Minuten euch genießen lassen und müsste eigentlich gar nichts einsprechen, weil es einfach so, so wunderschön ist. Aber ich kann euch wenigstens sagen, wo wir uns befinden. Wir sind hier auf der Pochtenalb, das ist etwas unterhalb der Grisalb im Kiental. Und es ist Berner Oberland natürlich, am Fuße oder sagen wir mal Talabschluss befindet sich die Blümlisalb, die sich heute den ganzen Tag unter Wolken versteckt hat. Vorhin war sie mal ganz kurz zu sehen, nur die eine Spitze, sie hat ja drei. Ein bisschen was seht ihr ja im Hintergrund. Es ist einfach unfassbar, dass es sowas gibt, dass wir hier sein können, ist einfach eine große Ehre. Man kann eigentlich nur da sitzen und die Luft anhalten und es genießen und dankbar sein, dass wir hier sein dürfen. Trotzdem habe ich natürlich ein Gedicht rausgesucht, beziehungsweise ich habe es heute gar nicht rausgesucht, sondern Katrin und Ella haben das Gedicht rausgesucht. Und es ist von Max Dorpenday. Ich habe von ihm schon zwei Sachen eingelesen. Der ist ja so im Umkreis, hat er ja geschrieben und gewirkt von Christian Morgenstern und von Louis Firnberg, war Kabarettist, hat Kabaretttexte geschrieben und eben auch Gedichte. Und auch Gedichte über die Berge oder sagen wir mal das, was mit den Bergen zu tun hat. Das, worüber er schreibt, das haben wir heute gar nicht gesehen, sondern wir haben heute einige Kühe gesehen. Dann haben wir noch Alpakas und Lamas gesehen. Die sehen sehr lustig aus, vor allem hier in der Schweiz. Aber jetzt geht's mal los. Max Dorpenday, da geht ein alter Schäfer. Da geht ein alter Schäfer, sieht ohne Gruß die Welt, gebückt tief wie ein Schläfer, der schlafend Reden hält. Sein Hund fällt mit Gekeife die kleinste Fliege an. Der Schäfer kaut die Pfeife und stolpert stumm bergan. Die Schafe fliehen und jagen, der Berg gibt Bodenlaut. Der Schäfer könnt ihn fragen, nur zwein allein vertraut der Berg, was er gesprochen, dem Schäfer und den Schnecken, die ihm am Rücken krochen, doch eh von Lippen runzeln. Des Schäfers Frage will, da müsst der Berg erst schmunzeln, drum schweigen beide still. Sie wissen, was sie wissen. Manch Ding lebt noch im Tod, ist Herz grau und zerschlissen, macht's keine Rede rot. So, jetzt können wir noch auf das Abendrot warten im Hintergrund. Aber die Katrin hat gesagt, es ist heute nur Abendgelb. Ich gucke nochmal. Ja, aber so lange lasse ich das jetzt nicht an, dann wird es nämlich auch noch rot werden. Also das gucke ich mir jetzt selber an. Ich wünsche euch, da wo ihr auch immer seid, einen ganz, ganz, ganz schönen Abend, den wir hier definitiv haben, schon die ganze Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen und hören wir uns morgen. Wieder im schönen Bern. Ciao.